Eine Minute dreißig. Avant-hier même, le président du Parlement. Gestern oder vorgestern hat der Präsident des Europäischen Parlaments den Wunsch geäußert, dass die Tragödie von Lampedusa zu einem Kurswechsel in der europäischen Einwanderungspolitik führt. Die Schlussfolgerungen des gestrigen Rates und ihre heutige Erklärung zeigen eigentlich eher den Wunsch, die bisherige Politik fortzusetzen. Taskforce, Operation Frontex erweitert. Aber nach 25.000 Ertrunkenen im Mittelmeer, welche Analyse stellt man denn da an bei der Einwanderungspolitik? Frontex, die Operation Hermes, woran hat es gescheitert? Wie analysiert man denn das Scheitern von Frontex in Lampedusa? Werden wir entscheiden, die Prioritäten in der europäischen Einwanderungspolitik zu ändern? Sie haben gesagt, das ist die illegale Einwanderung. Ich habe nichts gehört darüber, dass die legalen Wege für die Einwanderung verbessert werden sollen. Da ist nichts angeklungen, auch nichts in dem, was der Rat gesagt hat. Man muss auch ins Nachdenken geraten und man muss sich vielleicht fragen, ob nicht vielleicht die illegale Einwanderung dazu führt, dass diese Menschen absolut unzuverlässigen Schleppernetzen in die Hände fallen und ob das nicht auch vielleicht einer der Motoren ist, der zu dieser Katastrophe führt. Wenn man nicht diese Sachfragen stellt, dann kann man einfach auch nicht daran glauben, dass es ernst ist mit den Zusagen, die hier gemacht werden. Und man kann eigentlich nur mit Schlimmerem rechnen. Das nächste Boot kann ein Boot aus Syrien sein.